Hey, hier ist Chrisilla mit einem Novel namens Finding a Murderer und mit einer großen Retro-ähnlichen Mauszeiger. Yay. Geschrieben von Robinson Crusoe. Programmierer Robinson Crusoe. Protagonist Kevin Richardson. Nicht Robinson Crusoe. Deutsche Übersetzung, wie üblich, Master Wares. Okay. Sieht mal echt hübsch aus. Viviana. Ja, und? Die sind echt hübsch gezeichnet, aber. Naja, muss das weit runtergezogen sein. Marcella Zoe? Marcella? Hab ich noch nie gehört. Also das Startbildschirm sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus. Vor allem, weil der Titel auch irgendwie so pixelig ist. Okay, kann man einfach mal probieren. Da stand zwar eben New Game, aber es ist Deutsch, okay. 17. Mai 2006. Jetzt sieht der Hintergrund schön aus. Carrigan versucht zu verstehen. Es ist nur für 10 Tage. Nein, bitte, lass mich nicht allein. Aber ich muss gehen. Ich wurde von einem sehr wichtigen Mann angeheuert, um diesen Mordfall zu klären. Ich möchte nicht allein sein. Ich werde dich vermissen, Ivy. Ich werde dich auch vermissen, Carrigan. Aber ich muss gehen. Okay. Aber du musst bald zurückkommen. Keine Sorge. Ich werde am 28. Mai zurück sein. Geht das hier nach Tagen? Ivy und ich sind nun seit einem Jahr zusammen und mir fällt es schwer, sie gehen zu lassen. Ich möchte mit ihr gehen, aber ich kann nicht, weil mein Chef Reynold mir keine 10-tägige Freistellung gewährt. Also bat ich sie nicht zu gehen, aber hat anscheinend nicht geklappt. Du hast gehört, was sie gesagt hat, oder? Dieser Fall ist sehr wichtig, also muss ich sie gehen lassen. Ich bin ein gewöhnlicher Mann, aber sie ist eine professionelle Detektivin. Sie sieht gar nicht danach aus, aber cool. Ich muss in 2 Stunden am Flughafen sein, also muss ich nun gehen. Tschüss, Ivy. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich auch vermissen, Carrigan. Oh. Mit diesem Werk. Story Robinson. Programmierung Robinson. Tja, das war dann das Ende, ne? Was war das denn gerade? Wieso kam das nochmal? 20. Mai 2006. Ich liege in meinem Bett, in Gedanken bei Ivy. Es waren nun 3 Tage vergangen, seit Ivy gegangen ist. Aber sie hat mich noch nicht einmal angerufen. Sag mal, irgendwie kommt der Text so voll langsam. Kann ich das schneller machen? Textgeschwindigkeit ein bisschen höher. Oh, ein bisschen zu langsam. Ich weiß, dass Ivy eine gute Detektivin ist, aber wie kann Ivy mich ignorieren, nur weil sie einen Fall löst? Das bedeutet, dieser Fall ist so ernst, dass sie mich vergessen hat. Mein Telefon? Ich hoffe, es ist Ivy. Oh, es ist ein nerviger Klingelton. Hallo, wer ist da? Ich bin es, Ivy. Yay! Ivy, warum hast du mich nicht früher angerufen? Ich war sehr, sehr beschäftigt. Dieser Fall ist sehr schwierig und ich kann nicht wie versprochen am 28. Mai zurückkehren. Was? Wie kannst du das sagen? Wie hast du ja gerade gemerkt, oder? Ich vermisse dich, Carrigan, aber du musst wissen, dass dieser Fall sehr wichtig ist. Ich werde am 5. Juni kommen. 5. Juni? Wie kannst du so etwas sagen? Hast du ja gerade gemerkt, wie sie das kann. Bitte versteh doch, Carrigan. Und ich habe keine Zeit jetzt zu reden. Ich rufe dich später an. Warum ist das passiert? Warum ist Ivy fortgegangen? Ivy, ich vermisse dich. Hey, das ist jetzt ein gemalter Hintergrund, ne? Okay. Ich sollte nicht so weinen. Was? Sie ist nicht tot. Sie ist in ein anderes Land gereist und sie wird am 5. Juni zurück sein. Alles klar? 30. Mai 2006. Warte mal. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Also okay. Dauert also nicht mehr lange. Oh Mann, ich musste gerade echt die Monate nochmal durchgehen. Ivy hat mich nicht mehr angerufen. Warum? Geht es ihr gut? Ich hoffe, sie ist am Leben. Aber was werde ich tun, wenn sie tot ist? Ivy war alles für mich. 7. Juni 2000. Oh, die Frist ist abgelaufen. Ivy sollte am 5. Juni zurückkommen und heute ist der 7. Juni. Ist sie am Leben? Wenn sie tot ist, sollte mir jemand Bescheid geben. Mein Telefon? Ich hoffe, es ist Ivy. Hallo, wer ist da? Hier spricht Marcella Zoe. Sie sind Carrigan Richardson, richtig? Ja, Sie haben recht.
Es tut mir leid, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Freundin Ivy Viviane tot ist. Oh. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ivy wurde von jemandem getötet und wir versuchen herauszufinden, wer der Mörder ist. Bitte sagen Sie mir, dass das ein Scherz ist. Es tut mir leid, aber es ist wahr. Ich bin eine Freundin von ihr und ich möchte Ihnen sagen, dass Ivy sie immer geliebt hat. Sie sprach immer zu über sie und es tut mir leid, was geschehen ist. Sie werden gebeten, morgen zum Polizeirevier zu kommen. Ich werde sie dort treffen. Wiederhören. Ich kann das nicht glauben. Ivy ist tot. Ivy, ich sag dir doch, geh nicht. Ivy ist fort, für immer. Ich bin allein. 8. Juni 2006. Die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja. Ich gehe zum Polizeirevier. Man hat die große Augen. Hallo, Carrigan. Marcella, also ist Ivy tot. Du hast nicht gescherzt? Warum würde ich über so etwas scherzen? Sie wurde von einem Mann namens Cecilio Prescott angeheuert, um einen Mordfall zu lösen, aber sie wurde von jemandem ermordet. Ich habe gesehen, wie sie von jemandem mit einem Seil stranguliert wurde, aber ich habe nicht gesehen, wer es war. Es war dunkel, ich wollte ihn mit meiner Pistole erschießen, aber ich hatte Angst, dass meine Kugel stattdessen Ivy trifft. Nachdem sie getötet hatte, verschwand er. Wir haben ihren Körper. Ich denke, du möchtest ihn dir ansehen, oder? Oh, krank, irgendwie. Der Mauszeiger ist echt riesig. Sie ist fort und sie wird niemals zurückkommen. Ich möchte sie nur vergessen. Ivy war alles für mich. Ohne sie werde ich allein sein. Du wirst nicht allein sein. Ich kann dein Freund sein, wenn du willst. Wie billig. Kann ich dein Freund sein? Okay, du kannst mein Freund sein. Nein, ich möchte keinen Freund. Ja, wir sind mal positiv. Danke, ich werde dich immer glücklich machen. Ich muss gehen. Ich werde dich bald anrufen. Ich muss Ivy vergessen. Wenn ich sie nicht vergesse, werde ich immer traurig sein. Ivy, warum? Warum hast du mich allein gelassen? Da dieses Novel Finding a Murderer heißt, denke ich mal, wir werden den Mörder suchen. 11. Juni 2006. Mein Telefon? Hallo, wer ist da? Reynold Acton. Ist das... Nee, keine Ahnung. Carrollton, hier ist dein Boss, Reynold Acton. Boss? Du bist seit 2 Tagen nicht zur Arbeit gekommen. Warum? Boss, ich bin nicht gekommen, weil Ivy tot ist. Wer ist Ivy? Sie war meine... Es kümmert nicht, wer sie war. Ich will, dass du heute zur Arbeit kommst. Jetzt, falls du im Bett bist, steh auf. Wenn du heute nicht kommst, bist du gefeuert. Wow, er ist so mitfühlend. Ich muss also heute zur Arbeit gehen. Wenn ich nicht gehe, werde ich gefeuert. Ich möchte diesen Reynold Acton eine reinhauen. Viel Vergnügen. Mein Telefon, schon wieder? Ja, dieser nervige Klingelton. Schon wieder. Hallo. Hallo, Carrigan. Ich bin es, Marcella. Marcella, was willst du? Ich weiß, dass du sehr einsam bist. Also möchtest du heute zu einem Picknick gehen? Ein Picknick kann dir helfen, Ivy zu vergessen, und du kannst lernen, ohne sie zu leben. Picknick? Aber wenn ich nicht zur Arbeit gehe, wird mein Boss mich feuern. Was soll ich tun? Scheint ein Scheißboss zu sein. Deswegen gehen wir mal zum Picknick. In Ordnung, ich gehe zum Picknick. Gut, ich komme in 10 Minuten zu deinem Haus. Bald kam sie in einem Auto an und wir gingen zum Picknickplatz. Ah, da haben wir uns doch von Ivy verabschiedet. Dieser Ort ist wunderschön. Du warst schon mal hier, oder? Ja, ich bin immer mit Ivy hierher gekommen. Du sagtest, du wolltest Ivy vergessen. Ich möchte vergessen, aber es ist schwierig. Nun, lass uns essen. Ich kann sie vergessen, wenn ich jemanden finde, der mich so liebt, wie sie es tat. Nicht eher, wenn du jemanden findest, den du liebst, wie du sie geliebt hast? Ich weiß nicht, also irgendwie erscheint mir das logischer. Ich sag das Erste. Ich hoffe, du kannst Ivy bald vergessen. Denke nicht an sie, wenn du sie vergessen willst. Nun, lass uns essen. Okay, ich bin bereit. Ich hab dir leckeres Essen mitgebracht. Marcella hat viel leckeres Essen mitgebracht. Ich genoss das Essen. Sehr abgehackte Sätze hier. Ich hoffe, ich kann wieder mal Picknick mit Marcella machen. Ich weiß, dass ich gefeuert werde, weil ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Nicht konnte. Mein Telefon? Ich glaube, es ist Reynold. Hallo? Du bist gefeuert, Carrigan. Aber Boss, ich konnte nicht kommen, weil ich zum Picknick mit Marcella gehen musste. An der Stelle wäre doch Lügen ein bisschen schlauer.
Wer ist Marcella? Und Arbeit ist wichtiger als Picknick. Aber Boss, Sie wissen, dass Ivy... Ruhe. Alles, was ich zu sagen habe, ist lebe wohl. Erst verliere ich meine Ivy, jetzt verliere ich meinen Job. Womit verdiene ich jetzt meinen Lebensunterhalt? Tja, ist ja ganz schön kacke gebaut, ne? Dank uns. 25. Juni 2006. Ich habe einen Job als Gärtner in einer kleinen Gärtnerei bekommen. Klingt doch friedlich. Ich denke, ich bekomme genug Geld, um mich selbst zu ernähren. Heute habe ich frei, deswegen gehe ich in die Stadt spazieren. Kerken, ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich habe meinen Job verloren und nun arbeite ich als Gärtner. Was? Du hast deinen Job verloren? Das sind schlechte Neuigkeiten. Lass uns zusammen Mittagessen. Ich denke, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lass Mittagessen. In Ordnung, Carrington. Lass uns Mittagessen gehen. Du, 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 du. Nachdem wir in einem Restaurant gegessen haben. Du verdienst nicht viel, weil du ein Gärtner bist. Also werde ich für uns bezahlen. Ich sollte bezahlen, weil ich vorgeschlagen habe, essen zu gehen. Ja, der Mann bezahlt eigentlich immer. Naja, aber ich finde das selber irgendwie doof. Nee, nee, ich nehme es bitte. Aber ich verdiene viel mehr als du. Aber ich möchte bezahlen, also werde ich bezahlen. Tja, so läuft das. Mit dir essen zu gehen hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich denke, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Bevor du gehst, möchte ich dich etwas fragen. Was? Kommst du heute Abend zu mir zum Abendessen? Ja, okay. Ich weiß nicht, irgendwie. Naja, ist ein bisschen zu offensichtlich, was man hier wählen sollte. In Ordnung, ich gehe jetzt. Du, 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 du. Klingt wie so ein Kinderschlaflied. Warum kann ich Ivy nicht vergessen? Weil du an sie denkst schon wieder. Warum? Werde ich alleine leben müssen oder werde ich jemand anderen finden? Vielleicht diese Marcella? Nur eine vage Vermutung. Ich habe Marcella versprochen, mit ihr zu Abend zu essen. Also sollte ich bald zu ihr im Haus gehen. Vielleicht kann Marcella Ivys Platz übernehmen. Wow, das klingt sowas von gefühllos. Ach, sie sind schon direkt im Schlafzimmer, verstehe. Du bist da, Kelken. Würdest du gerne etwas vor dem Essen machen? Möchte dich küssen, Marcella? Was? Nein, das sagen wir nicht. Irgendwas, was du tun möchtest? Nein, ich würde gerne essen. Keine Ahnung, wir fangen das mittlere. Are you kidding me? Ich möchte dich küssen. Okay, na dann. Was? Du kannst mich küssen, Marcella. Ich würde dich gerne küssen, Carrington. Ja, wir haben's kapiert. Marcella küsst mich. What the fuck? Ich wurde nie zuvor geküsst. Was? Du warst ein Jahr mit dieser Ivy zusammen. Wie alt seid ihr? Ihr seid doch schon erwachsen. Ich muss dir was sagen, Carrington. Was? Marcella Zoe, der Fall, für den Ivy angeheuert wurde, war nichts als eine Falle. Cecilio Prescott ist in Wahrheit ein Verbrecher und er wollte Ivy töten. Deswegen sagte er, er hätte einen Fall für mich und sie. Wir gingen zu seinem Haus, wir redeten mit ihm. Plötzlich zog er seine Pistole heraus und erschoss Ivy. Ich bekam Angst, er sagte, dass er mich nicht töten wolle. Er sagte auch, dass ich dich töten müsste, sonst würde er mich töten. Was? Ich bin ein Feigling. Ich wollte dich töten, anstatt alles der Polizei zu erzählen. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich dich töten kann. Warum? Ich habe mich in dich verliebt, Carrington. Das ist ein bisschen lächerlich hier, oder? Ich werde alles der Polizei erzählen und Cecilio Prescott wird verhaftet. Hätte man aber auch vorher dran denken können, oder? 22. Februar 2011. So wurde Cecilio verhaftet und bald am 10. September 2007 heiratete ich Marcella. Was? Weißt du, es könnte jetzt so sein, irgendwie, ne, dass die sich das ausgedacht hat, um ihn am Ende zu bekommen und sie hat in Wirklichkeit Ivy umgebracht oder sowas. Sie riskierte ihr Leben dabei, alles der Polizei zu erzählen. Wir nannten unsere Tochter Ivy. Heute wird sie 3 Jahre alt. Okay. Aber ich werde Ivy Viane niemals vergessen. Ich werde mich immer an Ivy erinnern und ich werde nicht länger um sie traurig sein. Sie hat ewigen Frieden gefunden. Ja, sie ist in Frieden gestorben. Aber ich werde dich immer vermissen, Ivy. Bestes Ende. Du hast 15 Minuten und 27 Sekunden gebraucht, um das Spiel abzuschließen. Das ist komisch, weil der Part noch nicht mal so lange geht. Vielleicht, weil ich so lange im Titelscreen noch war? Keine Ahnung. schon wieder ein Part-Projekt, das gibt's doch nicht. Ja,
Es war zu einfach, hier ein gutes Ende zu kriegen. Es hat mich nicht herausgefordert. Und außerdem war die Story ein bisschen komisch. Gut. Naja. Okay, das war's. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss.